So Leute, da sind wir wieder hier zurück bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir gehen weiter und suchen Dr. Young. Du suchst selbst die Aufzeichnungen, Bats? Na viel Glück! Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das... Hier können wir nicht durch. Aber hier dafür. Ich habe euch jetzt mal die Animation gespart, einfach mal. Einfach mal ganz spontan, weil ich es kann. So, und hier. So. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Hier hoch. Und da hinten um die Ecke gibt es wieder eine Trophäe. So, sehr gut. Okay, dann hier lang. Ja, was hast du denn? Du kannst ihm sagen, ich werde es nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt! Ja, ja. Joker wird nicht glücklich. Den werfen wir mal ausnahmsweise. So, ins Gesicht, Junge. Okay. Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, tue ich. So, dann hier genau das. Später sehr wichtig. Oder in einem der schwereren Bereiche sehr wichtig. Fotografieren wir mal. Ra's al Ghul nämlich. Aber ist jetzt nicht das Problem für uns. Mal hier rechts, glaube ich, gab es eine Trophäe. Nee. Links? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nee, denn doch nicht. Dann habe ich mich geirrt. Sorry, guys. Hier rechts. Nee, auch nicht. Nee, dann war das ein anderer Lüftungsschacht, den ich meine. So. Da wären wir. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Okay, tun wir. Aber vorher möchte ich ein Rätsel lösen. So, sehr gut. Und jetzt den Hinweisen hinterher. Mal wieder. Aber das ist cool. Das ist wirklich cool. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Alright. Gehen wir mal hier weiter entlang. Wir werden gerade mal empfangen. Schnapp dich, dass er dich hält! Mach ihn fertig! So, den gleich mal entledigen. So, sehr nice. Passt, wackelt und hat Luft. So, die Scarecrow. Ein Scarecrow-Turmband mal wieder. Ah. Hallo. Danke. So, hier entlang. Was hat es mit der Angst auf sich, dass du so davon besessen bist?
Angst treibt alles an, Steve. Alles. Dein Leben wird von Angst beherrscht. Jede. Was ist hier los? Oh. Ja, zum Glück sind die unbewaffnet, dann brauche ich mir nicht so die Sorgen machen. So. Okay. So, und dann zeige ich euch jetzt mal einen Erfolg, weil ich hier schon mal so recht viel Platz habe. Lass ich den Batarang jetzt hier ein bisschen fliegen und zurückkommen. Und wir kriegen Erfolg. Fangen. So, jetzt müssen wir hier entlang. Wo es auch wieder ein paar Rätsel gibt. Hier zum Beispiel. Der Pinguin. Da hoch. Geheimnis auf Decke. Sprengen wir mal hier eine Runde. Wenn wir sogar Sprengmeister Betz. Eine Chronik. Ich lief auf meiner Insel herum. So, dann hier wieder Fragezeichen-Action. Ich werde da schon mal den Lüftungsschacht abreißen. Wenn ich hier auf der Höhe schon bin. So, jetzt ist hier die Situation. Wir haben hier eine Wache, die uns Schaden zufügt. Wir können zwar den Batarang gleich um die Ecke schmeißen, wie ich schon mal gemacht habe, aber was hier cool ist, können wir sogar so machen und das Ganze kombinieren. Und vom Lüftungsschacht aus einen Gleittritt machen. Spart, wie ich selber finde, ein bisschen Zeit. So, schönes Ding. Und weiter. Ah, hier sind wir jetzt, okay. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so wichtig. Ein traumatisches Ereignis hier, ein Mord da. Oh ja. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Oh, leck mich. Geht's ihm gut? Okay, aus die Maus, Junge. Haben wir erstmal relativ sauber hier. Ja, okay. Ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen jetzt hier nur noch eine Etage höher. Du verlässt die Party schon so früh? Was ist mit den anderen Gästen? Ja. Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest. Zuerst die letzte Teile zu lesen. Stell dich. Ja. Das Buch. Von diesen riesigen Ärzten dauerhaft gute Laune. Tick-tack, tick-tack. Das ist nicht schön. Aber wir wissen ja, Bats rettet den Tag. Deshalb machen wir jetzt hier kurzen Prozess mit diesem. Hallo. Kurzen Prozess mit diesem Kronleuchter. Wo ist er? Noch eine Minute 30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Ja, ja. Vielleicht sollte ich auf natürlich war es nur ein Fake mal wieder. Nur ein Scherz. Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert?
Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kam hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihnen wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Dr. Young hat versucht, ihre Forschungsaufzeichnungen über die Formel zu verstecken, als sie gefangen wurde. Wo hast du sie versteckt? Ja, da hat sie sie versteckt, Bats. Die wir natürlich jetzt vernichten wollen, denn das braucht niemand wissen. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Das ist wohl wahr. Was ist denn da, Batman? Nein, nicht die Formel. Was ist los? Wer kann mir jetzt helfen? Dir kann niemand helfen. Sassen? Warum sind wir in Wayne Manor? Ah, okay. Ich denke mal, ihr wisst schon, was das heißt. Bats hat eben gehustet. Wer es noch nicht gecheckt hat, den... Und warum es hier überhaupt regnet. Obwohl wir hier ein Dach haben. Wird sich auch in wenigen Sekunden, Minuten klären. Komm schon, wir kommen zu spät zu Alfred. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. Okay, gehen wir mal weiter. Bis da hinten. Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. So. Ah, das sieht schon eher nach einer Straße aus. Oh Gott! Bitte, dafür gibt's keinen Grund. Bleib, wo du bist. Ich schieße. Ich gebe ihm was. Tom! Oh Gott! Oh Gott, Tom! Seien Sie still, Link. Ruhe jetzt. Her mit dem Kerl. Gehen Sie weg von mir! Lauf! Mami! So war das also damals. Und zu diesem Zeitpunkt wurde der Grundstein zur Fledermaus geboren. Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft's schon. So ein Junge mit so viel Geld, dem wird's schon gut gehen. Sei still, sofort. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Wie geil das inszeniert ist. Ich bin immer noch sprachlos. Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten. Aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Okay. Hi, Jim. Und jetzt sollte euch ein Licht aufgegangen sein. Richtig. All das ist Scarecrows Werk. Was machst du, kleine Fledermaus? Überleben? Aber an dieser Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut, damit der Part sonst zu groß wird. Also bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Bis dann und ciao!